Wir gehen dann noch raus auf den Sitz, wo der Nico Thiele noch bei uns wäre. Da waren ich richtig informiert, sind wir noch beim Agri-Center, Nico. Ja, das ist richtig, Kamil. Effektiv am Bereich von der Femalhai beim Agri-Center. Nehmt den Michael Kandels. Guten Mittag. Guten Mittag zusammen. Hey, Mappes. Oh, pardon. Wir wollten mal schon vier Gramm nehmen. Ich habe ein ganz flottes Modell von Corvus stehen. Marc, wo könnt ihr hier? Die Marc kommt aus Spanien her. Corvus vertreten wir seit einem Jahr. Weil der Corvus halt besonders ist. Corvus ist den ersten UTW, den in Europa gebaut wird. Die meisten UTWen, die so gebaut werden, die kommen meistens aus den asiatischen Ländern. Und das heißt auch wirklich, das ist ein Produkt, was komplett aus Europa kommt. Also Europa, das ist, könnt ihr auch produzieren, da Spanien dann UTW, weil vielleicht auch was ist das? UTV heißt halt ein Universalfahrzeug, ein Universalvehikel für ein Allterrain ranzufahren. Und die haben natürlich komplett an Spanien produziert. Für den Fusos und sie haben auch komplett dort zusammengebaut. Andere UTVs kommen meistens als Bausatz, aus dem Rumpf montiert, das ist kein Kabinendropper. An die Heimmaschinen kennt genau, wenn ihr ein Auto kriegt, der geht auch komplett am Werk montiert. Und so geht auch Eisen Corvus komplett an der Fabrik zusammengebaut, am Mekreindeck komplett zusammen. Ganz am Esprit, kauft lokal und du kannst morgen ein Karak gucken, nämlich kauft lokal oder kauft europäisch. In dem Fall, wie ein Modeller geht es? Wir gucken hier ein Karam. Hier haben wir im Prinzip das High-End-Modell mit der Kabin-Dropper. Der kann man dann noch komplett mit Heizung, mit Klima nach, wenn wir das wollen. Und da geht es noch zwei, ein bisschen wie EFA-Modeller, die haben da wirklich nehmen. Einfach der Rahmenheidropper, das ging Dirren dran, das ging Heizung dran. Das kennt dann immer drüber, was will der Clio damit machen und wie wirkt will der Clio damit gehen. Wir gehen gucken, Matko, da gehen wir heute den Tour stuten. Dann gehen wir weiter. Heute kann man vielleicht noch ein Rob machen. Eine Besonderheit halt bei den Corvusen ist, wir haben einen Dieselmotor an unseren Corvusen dran. Wir haben zwei verschiedene Modelle. Wir haben ein Kilo-Modell als Allrad zu wie in Heisin, da ist auch Heiz Litzburg eigentlich die meist verkaufte Maschine, weil überwiegend jeder, der ein bisschen Terra will damit fahren, der braucht alle vier Räder, dass die treiben. Und die Besonderheit, die wir an unserem Corvus halt haben, ist halt, dass wir einen Dieselmotor dran haben. Da ist ein Diesel dran, mit 1000 Kubik auf 24 Pferd. Gerade in der, auch für die Landwirtschaft, brauche ich kein extra Masut mehr zu holen, hat alles daheim und ist dadurch viel mehr flexibel damit. Super, da gehen wir weiter gucken. Hier haben wir Maschinen beim Agri-Center Wolf Weiland für private Professionelle. Das kann für die zwei benutzt werden. Hier sehen wir ein bisschen den anderen Modell und hier ist die Kabine ab. Hier ist halt der ganz einfache Modell, was ich eben schon gesagt habe. Der Modell ist halt ohne Dirren, ohne Fenster dran. Den hat man keine Servolenkung dran. Das ist im Prinzip ein Basismodell, wo wir halt so großhalb davor bewerben, wo wir auch richtig Druck machen haben, auch beim Fournisseur, dass wir den zu einem guten Preis anbieten können. Wir haben auch die Chance, dass unser Fournisseur auch noch relativ flexibel mit der Lieferung ist. Er kann immer noch pünktlich liefern zu den Delea, die haben aus Ferien. Die sind natürlich nicht mehr wie für zwei Jahre, aber wir können trotzdem immer noch Maschinen liefern. Für die Fahrer Agricole natürlich auch ganz flott auf Herren. Wir gehen auch ein bisschen weiter und da gehen wir bei ein bisschen mehr Großmaschinen gucken. Hier können wir vielleicht die Eichdenker kurz und dann bleiben wir bei dir. Du können wir vielleicht denken, wir genau was tun wir hier? Hier haben wir noch eine ganz neue Maschine, die kommt aus dem Haus Horsch. Horsch ist seit drei Jahren ein Fonisurfer an Eis. Da sind wir ganz stolz drauf, dass wir den an ein Programm mit Rackrit haben. Horsch ist ein ganz großer Produzent für Bodenbearbeitungsmaschinen, Seemaschinen und auch Feldspritzen. Tipptopp. Und dann gehen wir hier bei die nächste Maschine. Hier geht es nur mit dem Schleich. Da können wir vielleicht den Käher erklären. Gut, den Unterschied zwischen den zwei Maschinen ist im Prinzip, die rechte, die ich die mal gesehen habe, als eine rein mechanische Maschine. Da gehen die Kehren an den Rädern offen dosiert und fällen auf den Boden. Und hier von den Scheiben halt an den Boden abbracht. An hier ist eine pneumatische Verdelung drüber. Das will im Prinzip so. Wir haben einen großen zentralen Dosierkörper. Und über Luft geht über den Verdelkörper mit den Schläge, die das Saatgut dann auf die Einzelleitungen noch hier verdelt und dann eben an den Boden gebracht. Ganz effizient, da gehen wir hier ein paar weiter und hier kommen wir dann bei den größten Traktoren. Weil für die zu zählen, du musst natürlich auch etwas für Druck gespannt. Was kann ich hier dafür suchen? Hier haben wir noch nicht die Großtraktoren, die wir haben. Hier haben wir einfach Traktoren aus dem Mittelfeld. Hier haben wir einen 150-Pferden-Traktor und einen 100-Pferden-Traktor. Das huckt für Litzburg eigentlich Traktoren aus dem Mittelfeld. Wir leihen huckt mit dem Traktor in Litzburg eher zwischen 250 und 300 Pferd.
Und das heißt, weil ich mir Pflegetraktoren und den Traktor, den hier neben dran steht, ist eigentlich für mich, für der private Clio, der jeder eine private Clio, den ein paar Pferd hat oder gerne bis zum Bisch führt, den nutzt das Dorf hier. Können wir vielleicht denken, hier rausgucken, zu den Heimmaschinen wird man noch dabei haben, hier im Stand vom Agri-Center. Hier haben wir auch ganz flotte Furnisseur, der kennt aus Slowenien, aus vom Namen her leider nicht so unbedingt so bekannt, möchte aber ein super gut und sehr solid Produkt. Und das sind wir noch seit 4 Jahren mit in Erwähnen und auch die letzten Jahre sehr aktiv und sehr erfolgreich, muss man sagen. SIP mischt Heimmaschinen und im Prinzip an 2 Klassen. Wir haben Enkel, dann nennen wir das auch die Maschine, die hier steht. Das ist eine sogenannte Heavy-Duty-Maschine. Das ist auch keine Maschine, die er macht, die der Lord Wasser riechen kann, an der Stabilität, so wie die gebaut ist. Sie bauen Maschinen von 4 Meter bis 15 Meter hoch. Also das ist für jeden hier dabei. Das ist eine Maschine, die an dann einen Pferdsbauer gehen oder in den paar Hektar heimisch. Plus der Bauer, der dann überbetrieblich dann ganz groß mischt. Ganz spannend. Vielleicht noch ein zum Aufschluss auf die spezielle Aktion mit den Corvus. Noch die gehen nämlich auch am elektrischen. Die Corvus hier doch ab diesem Jahr oder ab dem Herbst auch am elektrischen. Bislang eben nehmen die 2 Modelle als Dieselmotor, aber dann am Herbst auch als elektrisches Fahrzeug. Was man halt auch hier drehen will. Haben. Super. Michael Kandels von Wolf Weiland, Agri-Center, ob da vor, definitiv auch ein Visiter wert. Kommt ein bisschen ansteuern, die größten Maschinen und gucken dann noch gerne ein Käher beruhigen lassen dann auf der Platz. Vielen Merci. Ist dann noch viel mehr und darf ich noch herzlich einladen, also um Stand zu besichern. Wir haben natürlich noch mehr Maschinen da, aber das hält sich doch nicht mehr in Anspruch. Also herzlich willkommen auf der Frage Call an der Firma Lallee beim Agri-Center Wolfweiland. Du warst zurück bei dir an das Studio, Kamil. Merci, Nico. Es spielt in die Passion. Bei unseren Reporterinnen und auch bei allen Ausstellern, sie sind einfach gut drauf. Wir, das spielt natürlich mit, aber auch einfach, wenn wir da die Wände können zu organisieren, das ist herrlich.